So, meine lieben YouTube-Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video die 29. Runde aus der zweiten österreichischen Fußball-Bundesliga. Der SK Austria Klagenfurt gewinnt zu Hause gegen den SVH mit 4 zu 0. Der SK Erdl-Gassenstätten verliert zu Hause gegen die Rapid Amateure mit 2 zu 3. Der SK BMT Vorwärtssteier verliert zu Hause gegen Wacker Innsbruck mit 1 zu 3. Die Juniors aus Oberösterreich verlieren zu Hause gegen Lafnitz auch mit 1 zu 3. Blau-Weiß Linz schlägt zu Hause die Young Violets Austria Wien mit 4 zu 0. Die SC Austria Lustenau verliert zu Hause gegen Liefering mit 2 zu 4. Der FAC Wien spielt gegen den GAK 2 zu 2 und Kapfenberg verliert zu Hause gegen Dornbirn 0 zu 1. Die Tabelle nach 29 Runden: auf Platz 1 Blau-Weiß Linz mit 62 Punkten, auf Platz 2 Liefering ebenfalls mit 62 Punkten, auf Platz 3 Wacker Innsbruck mit 57 Punkten, auf Platz 4 Austria Klagenfurt mit 56 Punkten, auf Platz 5 Lafnitz mit 54 Punkten, auf Platz 6 der GAK mit 43 Punkten, auf Platz 7 Dornbirn mit 38, auf Platz 8 die Juniors aus Oberösterreich mit 34 Punkten, auf Platz 9 der FAC Wien mit 33 Punkten, ebenfalls mit 33 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz der Kapfenberger Sportverein, auf Platz 11 SKU Erdl-Gas am Stetten 31 Punkte, auf Platz 12 Rapid Wien mit 30 Punkten, auf Platz 13 Vorwärtssteier ebenfalls mit 30 Punkten, auf Platz 14 Austria Lustenau mit 29 Punkten, auf Platz 15 die Young Violets Austria Wien ebenfalls mit 29 Punkten und auf dem Tabellenende der SVH mit 27 Punkten. Das war's mit der 29. Runde. Die 30. Runde wird gespielt am 23.05. Bekommt ihr dann auch wieder die Ergebnisse. Da beginnt aber die Runde erst um 17 Uhr, das heißt, ihr kriegt es erst gegen 20, 20:30 Uhr. Also haut rein und ciao.